Peace and Justice gesagt, ne? Hier bei DS Design Midnight Figure Feature. Ein süffiges Hallo. Gestern mal wieder versackt auf der Tour am Dranne gewesen sein. Und ja, werdet ihr noch mitkriegen, wird auf drei Kanälen laufen. Mehr dazu demnächst in diesem Theater. Ich, wie gesagt, ich bin noch komplett fertig. Aber was anderes. Ich habe vor geraumer Zeit auf Facebook, auf der John-Zinkler-Seite gab's, da gibt es ja eigentlich regelmäßig was zu gewinnen, was ja geil ist. Ja, und ich hatte das Glück, dass ich gewonnen habe. Jetzt gucken wir mal. Oh, das war die Erdanziehung. Hier, ne? Zack. Ach so, jetzt habe ich das hier eingeblendet. Das ist egal, war eh die Adresse vom Laden. So, wir gucken einfach mal, was hier drin ist. Was es da so gab. Also das wurde auch schon mal geschickt. Dummerweise dachte ich, das liegt 2 Wochen bei der Post. Das sind ja nur 6 Tage. Dann wurde es wieder zurückgeschickt. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die Dame, mit der ich geschrieben habe. Boah, was ist das denn? Wie geil. Ja, danke, dass ihr das nochmal gemacht habt, weil ich auch gesagt habe, dann schickt es nochmal per Nachname halt. Ne? War doof, ich konnte es nicht abholen, weil ich krank war ja und so weiter. Egal, andere Story. Was ist das? Geil. Alter. Wie geil ist das denn, Alter? Schade, die Schokolade werde ich dann niemals essen. Alter, ein John Sinclair Weihnachtskalender? Hammer. Das ist ja fett, Alter. Ich wollte gerade sagen, wieso fängt er denn am 9. an, Alter? Ich sage, ich bin noch nicht ganz in der Welt. Das ist ja hammergeil. Guck mal hier hinten, ne? Liebe Sinclair-Freundin, liebe Sinclair-Freund, ich wünsche dir viel Freude mit deinem John Sinclair Adventskalender. Lass dir deine gruseligen Lese- und Hörstunden bis Weihnachten mit diesem Kalender versüßen. Bloody Christmas, dein Jason Dark. Geil. Ja, nice. Ich habe ja nie damit, was klebt denn hier noch rum? Also, ich habe ja früher als Kind, ne, ohne Ende halt, wenn man im Urlaub war, Sommerferien, John Sinclair verschlungen halt. Und so die alten Hefte, die alten Kassettentonstudio Braun, en masse, ein paar habe ich halt noch so. Und dann ging es ja 2000 los, ne, mit den sozusagen Neuauflagen der Hörspiele, die ja dann wie ein Film waren. Also wäre diese John Sinclair Fernsehserie mal so gewesen wie die Hörspiele von Word Art und ich weiß gar nicht, mittlerweile, da hat sich irgendwas geändert, ne? Das wäre ja, das wäre dann eine Serie gewesen. Also, wie gesagt, das war ja Kopfkino pur. Und hier ist noch was drin. Alter. Ach, wie cool, Alter. Fett. Ich wollte gerade sagen, guck mal hier, eine weiße Karte. Mit freundlicher Empfehlung. Guck mal hier, lieber Rufen, viel Freude mit dem Gewinn und eine tolle Adventszeit. Viele Grüße, Michelle und das John Sinclair Team. Danke nochmal. Ich freue mich. Und das ist so geil, Alter, weil. Hier, Liebe, die der Teufel schenkt. Ich hatte ja, glaube ich, auch geschrieben, du brauchtest nur einen Kommentar machen, warum du denn die Platte, die Platte. Ich bin schon wieder bei Vinyls. Ich hatte auch mal eine John Sinclair Vinyl, ich Idiot, die ist irgendwie abhanden gekommen. Das war nämlich der Anfang. Gab es mal auf Schallplatte und gab es auch für 2 Euro, habe ich die mal gekauft. Ja, habe ich nicht mehr, ich Idiot. Aber hierzu. Du solltest halt schreiben, ne, was, warum du jetzt die unbedingt haben musst. Und ich hatte halt nur geschrieben, Liebe, die der Teufel schenkt, ey, passt zu meinem aka DSD, Drunken Style Devil. Geil. Und stimmt, das sind ja auch, das sind ja die Tonstudio Braun eben. Die, da habe ich auch keine von. Geil mit der goldenen Schrift. Ist das eine, ich habe keine Ahnung, Nummer 53? Das ist halt dann die wurden, glaube ich, nur noch mal ein bisschen abgemischt, gemastert, weiß ich gar nicht, dass sie halt nicht mehr ganz nach Kassette klingen halt, ne? Aber mit dem grünen Rand halt, wie die Kassetten früher, habe ich keine zur Hand. Ich suche mal eben kurz eine Kassette, ja? Weil das geht ja so gar nicht. Ich verschwinde mal eben. So, da ist er wieder. Und man höre und staune, sehe und staune, ne, hier. Da sage ich euch gleich was zu. Das Lustige ist halt, dass die Kassette, die haben halt immer auch die grüne Hülle gehabt. Ne, das sind die Originalen. Ich zeige mal hier. Ne, da. Zack. Voll geil. Ich wollte gerade sagen, die ist sogar zurückgespult. Ne, die A-Seite ist durchgelaufen und jetzt würde halt die B-Seite wieder anfangen. Was auch immer schön war. Ich weiß noch, als Kind in der 80er halt. Immer schön hier. Dann, oh, was gibt es für Folgen? Was gibt es für Folgen? Guck mal, das war die 43. 107 gab es halt. 107 ist doch richtig, oder? Ich kann die kleine Schrift nicht mehr lesen. Hier geht es bis 81 halt, aber ich glaube 107 waren es. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube fast genauso wie die Star Wars Comics.
die es vorher von Marvel gab halt. War das auch 105, 107 oder so? Was halt komisch ist, guck mal, das ist das Original-Cover halt, ne? Tonstudio Braun hier, Wiesbaden etc. Das sieht sehr vergilbt aus, im Gegensatz zu der Kassette. Und das ist halt die Geschichte. Ich weiß noch, ja, wir haben als Kinder natürlich schwer Raubpiratismus, wie heißen das hier, ne? Raubkopien gemacht. Also man hat ja Sicherheitskopien gemacht, ne? Und ich weiß noch immer die Folgen, die ich nicht hatte, und Kumpel hatte andere als ich, und dann haben wir uns halt immer die Kassetten kopiert. Da gab es früher bei Konrad schon, ach guck mal hier, eine Kassette für, keine Ahnung, für eine Mark oder 50 Pfennig. In 10er-Packs gab es die halt, als 60er, 120er, 90er dazwischen. Hier sieht man, Nummer 55. Und dann haben wir uns auch die Cover immer schön kopiert. Da gab es noch so eine Videothek halt. Das ist einfach das kopierte Cover. Liebe John Sinclair, bitte verzeiht mir, ich habe die Kassetten später eh gekauft. Aber das ist noch aus meiner Kindheit, wo man sich die dann kopiert hat. Wie gesagt, hier Nummer 55. Hier steht noch in klein drauf, Judys Spinnenfluch. Total geil. Und wie gesagt, das waren die Kassetten hier. Und was total lustig ist, hat jetzt nichts mit John Sinclair zu tun, aber hier hinten steht drauf, Freestyles Volume 2. Der Lange vs. Funky Chris, Freestyle All-Stars, Audio Hektik, Echo V, Chris und der Lange, Timmer und Wenger. Sagt jetzt dem einen oder anderen, Fresse halt, ist gesünder. Sagt dem einen oder anderen jetzt nichts, aber auch lustig. Wie gesagt, wir haben halt immer so, ja, Tapes gemacht. Und das habe ich dann immer reingeschoben halt, ne, zur Verstärkung des Covers. Cool, dass ich die noch habe. Ich wusste, ich habe noch Originale halt, aber ich wusste nicht, dass ich noch einen von diesen sozusagen Raubkopien, Sicherheitskopien habe. Und ja, die Kassetten haben einen das Leben lang halt begleitet, ne? Die Hörspiele. Heutzutage wird da auch drüber gelächelt, weil die trashig sind, aber ich mag das total. Und drei Fragezeichen habe ich nie gehört. Bei mir war immer nur John Sinclair oder halt andere Film-Hörspiele halt, die es da so gab halt, ne? Von diversen Disney-Science-Fiction-Filmen. Damals noch nicht Disney, aber was anderes. Ah, es ist geil, Alter. Das ist echt schön, weil ich habe noch keine von den CDs. Ich habe 2000 auch angefangen. Damals hier Edition 2000. Da gab es, glaube ich, auch ein, zwei Hörspiele, die waren geschnitten. Ne, und die habe ich damals gehabt. Ja, habe ich jetzt leider nicht mehr. Da habe ich irgendwann mit aufgehört. Aber ja, ihr habt mich wieder angefixt, sozusagen. Und gerade die Oldschool-Dinger nochmal auf CD zu haben, ist schön, und guck's dir an, Alter. Ja, 107. Hier sehen wir es nochmal richtig. 107 Stück. Tonstudio Braun. Geil, Alter. Ich freue mich sehr, wie gesagt, hier die Dame Michelle und John Sinclair Team. Dankeschön. Es ist angekommen. Das DSD freut sich. Ich kriege schon Gänsehaut. Wird heute Abend mal nicht Star Wars geguckt, sondern einfach mal ein Hörspiel eingelegt, ne? Und ich glaube, ich fange auch mal wieder an, die Kassetten zurück zu spulen, und ja, werde mir auch mal wieder die Tapes geben. Voll geil. Mit einem Adventskalender. Ich pack den doch aus, bestimmt, ne? Das ist schon geil, gruselige Schokolade. Also, wo kam das denn her? Ja, vom Bastei Lübbe dann, ne? Dankeschön nochmal. Einen guten Rutsch. Wünsche, wohl geschlemmt zu haben, schöne Feiertage gehabt zu haben. Halt, ne? Ich freue mich riesig drüber. Voll geil. Geschenke, Gewinne. Ich mache öfters, glaube ich, mit bei sowas. In diesem Sinne, Peace and Justice. Ein entspanntes Gruseln. Rutscht gut ins neue Jahr. Vielleicht kommt vor Silvester noch was. Ich glaube aber nicht, weil ich noch fertig bin von gestern. Und da kommt vielleicht das eine oder andere noch. Wie gesagt, da erzähle ich im anderen Video was zu. Gehabt euch wohl. Heute kein Prostata, die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich zerfall zu Staub. Tschüss. Ich muss die Schokolade probieren. Oh, die 24 ist fast offen. Nein. Kleiner Nachtrag, natürlich wie immer. Ich habe leider kein John Sinclair T-Shirt, sonst hätte ich ja jetzt ein John Sinclair Shirt angezogen für das Video, ne? Habe ich damals nie bekommen. Ich weiß, es gibt die, und ich gucke auch mal, dass ich 2020, wenn sie denn ist, sondern John Sinclair Con mal mitmache und dann ein Video zumache. Ne? Und mal ein paar Romane noch präsentieren, vielleicht ein paar Leserbriefe mal vorlesen von früher und so. Und ich habe ja auch diese Anekdote, dass ich den Herrn Rellergert, den Jason Dark,
Es begab sich in den Spätachtzigern in der Dortmunder Hauptbahnhofbücherei getroffen habe, kam vom Töpfern von der Schule, hatte so ein Holzbrett nur mit und da hat er mir halt ein Autogramm drauf gegeben. Das weiß ich noch, der saß draußen davor halt und so, aber andere Geschichte demnächst mal irgendwann hier, ne? Auf, wie gesagt, auf diesem Sender, in diesem Theater. So, das war's. Jetzt aber tschüss, ich muss weg.